For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein Jungle Carpet Python, Morelia Spilotes Cheney. Also die Jungle Carpets zeichnen sich aus, zum einen durch die schöne schwarz-gelbe Färbung, ne, die hier besonders toll hat, ne, also gerade das Gelb, wirklich quittengelb. Dann haben sie immer eine sehr schöne Kopfzeichnung. Gucken, ob ich euch wegen den Kopf hinhalten kann. Dieses schöne Muster auf dem Kopf, das ist eigentlich auch ganz typisch für die Jungle Carpets, ne. Von der Größe her werden sie oder gehören sie zu den kleineren oder etwas kleineren Teppichpythons. Also hier wirklich ein wunderhübscher Jungle Carpet. Schon lange keinen so einen schönen mehr da gehabt und deswegen definitiv heute mein Intro-Tierchen für euch. Das Thema heute sind die Netzpythons. Zum einen geht es um die Morphen, so wie hier jetzt ein Golden Child, ne? Wunderhübsche Netzpython-Morph, Golden Child. Dann wollen wir über die Dwarfs, Super Dwarfs sprechen und das leidige Thema Procameros bzw. Nomenklatur vom Netzpython möchte ich auch noch kurz ansprechen. Der wissenschaftliche Name vom Netzpython, Procameros reticulatus, ne, da steckt der Name Procameros, also Prokammer, da steckt ja mein Name drin, beziehungsweise die letzten Jahre letztendlich findet man sogar drei Namen. Ne, ganz früher hieß er Python reticulatus, wie gesagt, dann kam der Procameros reticulatus, wurde 2003 von dem Ray Hauser revidiert der Name und richtigerweise in eine neue Gattung gestellt, Procameros. Ne? Und jetzt seit, ich glaube, 2014 taucht der Name Malayopython reticulatus in der Literatur oder im Internet oder auf Wikipedia zum Beispiel auf. Ne? Das heißt, um diesen Namen gibt es mehr oder weniger einen Streit, welches ist denn jetzt der richtige Name? Und darauf möchte ich mal kurz eingehen, wie es denn zu dem Ganzen kam. Wie gesagt, 2003 hat ein Australier, Ray Hauser, der schon in der Reptilienszene bekannt war, hat schon mehrere Bücher veröffentlicht gehabt, der hat den Namen revidiert, hat wie gesagt richtigerweise festgestellt, dass das Tier oder der Netzpython nicht in die Gattung der Pythons gehört, wie jetzt zum Beispiel Python regius oder Python molurus bibitatus, Tigerpython, sondern hat festgestellt, dass rein biologisch das eine andere oder eine extra Gattung sein muss. Dieser Gattung hat er den Namen Procameros gegeben. Da hat er meinen Namen als Vorbild genommen oder hat dies mehr oder weniger mir zu Ehren so getan, was mich natürlich furchtbar gefreut hat. Und wie gesagt, hat die Tiere Procameros reticulatus genannt. 2008 gab es britische Wissenschaftler, Rowlings und Kollegen, die haben eine DNA-Untersuchung gemacht, haben bei dieser DNA-Untersuchung festgestellt, jawohl, der Ray Hauser hatte recht, diese Netzpython haben nichts mit den anderen Pythons zu tun, wie Königspython, Tigerpython, sondern die hat der Ray Hauser zu Recht in eine extra Gattung gestellt. Das haben sie über DNA-Abgleiche festgestellt, ne, dass die DNA sich so weit unterscheidet, dass es eine extra Gattung ist, haben das Ganze bestätigt, haben den Namen sozusagen nochmal unterstrichen, habe ich mich umso mehr gefreut. Und damit war das, oder hatte man zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich gedacht, dass diese Namensgebung soweit abgeschlossen ist. Dann ging das eine Zeit lang so ein wenig hin und her. Viele Leute haben sich an diesem Namen gestört. Hintergrund, wieso sie sich gestört haben, ist aus meiner Sicht vielleicht dieser Ray Hauser, der zwar seit Jahrzehnten ein Herpetologe ist, wie gesagt, diverse Bücher, Zeitschriften, Berichte veröffentlicht hat, aber hauptberuflich ist er leider nur ein Taxifahrer. Ne? Er ist kein studierter Biologe oder kein studierter Wissenschaftler, sondern nur Taxifahrer. Unter anderem das hat einige Personen gestört. Wenn dann dieser Taxifahrer auch noch meinen
Reptilienhändlernamen verwendet, um einem, dem Netzpython, also die längste Schlange der Welt, diesen Namen zu geben, dann war das relativ frevelhaft für einige. So hat man immer wieder den Namen angezweifelt und 2014 hat sich ein Herr Reynolds unter anderem die Mühe gemacht, das Ganze einen neuen Bericht darüber oder eine neue wissenschaftliche Arbeit darüber zu veröffentlichen und hat diesen Procamerus Malayopython genannt. Der hat einfach gemacht, wie wenn der Ray Hauser nie da gewesen wäre oder nie einen Namen vergeben hat. Der hat einfach gesagt, nee, Python Reticulatus stimmt nicht. Der muss Malayopython Reticulatus heißen. Also er hat mehr oder weniger die gleiche Grundlage oder sich auf die gleiche Grundlage gestützt, hat aber, wie gesagt, die Arbeit von dem Ray Hauser mehr oder weniger ignoriert und hat das alles neu gemacht. Und seither gibt es jetzt diesen Streit oder diese Diskussion, wie muss er denn richtig heißen? Die Argumentation von den Reynolds et al., ne, man sagt immer et al. Heißt und andere und Kollegen, die Argumentation von denen ist, also wenn ich jetzt auf Wikipedia zum Beispiel nachlese, dieser Ray Hauser hätte es nicht richtig veröffentlicht in keinem öffentlich anerkannten Journal, also herpetologischen Journal, über ein Peer-Review-Verfahren verfügt. Peer-Review heißt, dass es von anderen gegengelesen ist. Das war die Argumentation, deswegen würde das alles nicht zählen und deswegen wäre Ihre Arbeit jetzt die richtige. Es gibt glücklicherweise auf dieser Welt eine ICZN, das ist die International Commission of Zoological Nomenklatur, ne, also die internationale Behörde der zoologischen Namensgebung, die sich dann unter Umständen aus solchen Streit, oder die legt zum einen erstmal fest, was erfüllt sein muss, damit ein Name richtig ist. Witzigerweise, dieses Peer-Review-Verfahren, was die anzweifeln, das steht da nicht einmal drin. Es muss veröffentlicht sein in mehreren Kopien. Das hat der Ray Hauser damals gemacht. Das ist ein australisches herpetologische Zeitschrift, in der er es veröffentlicht hat, diese Arbeit. Und da ist es erschienen, das wurde auch verschickt an die verschiedenen Museen der Welt oder an die verschiedenen zoologischen Einrichtungen und so weiter. Also der hat da schon seine Pflichten erfüllt, die diesem ICZN entsprechen. Die haben es trotzdem weiterhin angezweifelt und was sie auch unter anderem gestört hat, dieser Ray Hauser hat relativ viele Namen geändert. Also der Ray Hauser hat sich wegen, ich möchte nicht sagen spezialisiert, aber er ist relativ pragmatisch angegangen. Er hat anhand der Literatur gesehen und festgestellt, viele Reptiliennamen stimmen nicht. Ne? Wie gesagt, jetzt in dem Fall Verwandtschaftsverhältnis, Netzpython, Tigerpython und so weiter. Und hat sich, ich denke, alles in allem sicherlich weit über 100 Reptiliennamen vorgenommen, die er in diversen Arbeiten als falsch dargestellt oder als untersucht hat und als falsch herausgefunden hat und hat diese neu benannt. Dass ich diese Dinger hier noch zum Einsatz bringe, einfach umswingen. Wir haben hier vorher schon darüber diskutiert. Ich habe es im Flow probiert zu erklären. Und da habe ich gemerkt, mit diesen Sachen lässt sich das ganz gut erklären. Wieso ist ein Name falsch, wieso ist er nicht falsch? Diese Terrafix-Kleber, die heißen Terrafix. Früher hießen sie mal Terrabond. Dann könnte man sagen, naja, wieso heißen sie jetzt Terrafix? Die hießen ja früher Terrabond, also müssen sie Terrabond heißen. Ist theoretisch richtig, müssten sie Terrabond heißen, ne? Nicht mehr Terrafix, sondern Terrabond. Wenn das jetzt irgendwelche Reptilien wäre, müsste man aus Terrafix Terrabond machen, weil den Namen Terrabond gab es schon länger, ne? Diesmal als Ding. Und dann den gibt es noch in Beige und in Schwarz. Das sind dann sozusagen die Unterarten. Aber der Name Terrafix ist falsch. Also man müsste Terrabond Beige als Unterart und Terrabond Schwarz als andere Unterart müsste man zum Beispiel machen. Dann gibt es hier einen Glasreiniger, jetzt angenommen, der heißt
Terraglas-Reiniger, ne? Auch diesen Namen Terra mit drin. Dann könnte ein Wissenschaftler sagen, ja Moment, was hat denn der Terra-Glasreiniger mit dem Terra-Bond oder Terra-Fix-Kleber zu tun? Beides mal Terra, aber dieser Glasreiniger ist doch bestimmt nicht eng verwandt mit dem Kleber. Ne? Deswegen darf dieser Glasreiniger nicht mehr Terra-Glasreiniger heißen, sondern er muss Vivarium-Glasreiniger heißen. Ne? Auf jeden Fall nicht mehr Terra. Müsste man den umändern. Und so haben wir das anhand hier vom Regal bei uns hier im Geschäft haben wir probiert, okay, da gibt es 40, 50 Artikel, die irgendwie vielleicht falsche Namen haben. Und dieser Ray Hauser ist da relativ pragmatisch hingegangen, hat gesagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das muss so heißen, das muss so heißen, das muss so heißen. Niemand zweifelt im Nachhinein eigentlich konkret an, was er gemacht hat, ne? Dass er den Procamerus von Python zu Procamerus geändert hat. Zweifelt auch zum Beispiel der Reynolds nicht an, der jetzt die neue Arbeit gemacht hat, weil er hat es genau gleich gemacht. Ne? Es geht den Leuten lediglich darum, dass der gleichzeitig so viele Namen geändert hat und sich darauf mehr oder weniger viel auf Literatur, auf andere Recherchen gestützt hat und keine eigenen Recherchen durchgeführt hat. Ne? Also dieser Pragmatismus, größere Menge, sich fremder Recherchen bedient, allerdings nicht heimlich bedient, sondern ganz offiziell bedient. Er hat gesagt, ich stütze mich auf die Arbeit von dem, auf die Arbeit von dem. Und der hat ja festgestellt, dass die mit dem nicht verwandt sind. Deswegen, also er hat eigentlich die Schlussfolgerung daraus gezogen. Ne? Und lange Rede, kurzer Sinn, dadurch gibt es diese Diskussionen. Im Moment ist es so, die ICZN ist an diesem Fall, also die ganz selten mischt die sich auch ein, wenn es so ein langes Hickhack gibt. Der Fall liegt bei denen vor zur Klärung, wird hoffentlich demnächst geklärt. Und nach allem meinem Wissenverständnis müsste der Procamerus in Zukunft weiterhin Procamerus heißen und ganz offiziell den Segen von der ICZN dafür bekommen. Jetzt habe ich euch ewig zugetextet mit dem Procamerus. Ich hatte es ja wirklich schon oft mal kurz angeschnitten, immer so mit 2, 3 Sätzen. Und werde aber immer wieder gefragt, oder wie heißt er jetzt richtig, wieso heißt er so oder so, oder stimmt es jetzt mit dem Procamerus oder nicht? Und deswegen wollte ich es jetzt einfach mal wirklich umfänglich erklären und ich hoffe, es ist mir damit geglückt. Aber jetzt verschone ich euch und jetzt gucken wir Tiere an. Jetzt geht es um Dwarf bzw. Super Dwarf. Ich habe hier einen Super Dwarf, in Anführungsstrichen Super Dwarf, wieso erkläre ich euch gleich. Super Dwarf Marble Netzpython, ne? Marble ist die Zeichnungsvariante und eben Super Dwarf, weil er in diese Super Dwarf Gruppe gehören soll. Super Dwarf, es gibt tatsächlich in der Natur auf der Insel Kaiwadi, Kaiwadi ist eine asiatische Insel, liegt im Süden von Sulawesi. Ist das eine wirklich ganz kleine Insel, ich glaube 20 Quadratkilometer groß, in der Nähe von Champea. Champea ist eine etwas größere Insel, auch noch relativ klein, also im Vergleich zu irgendwelchen anderen indonesischen Inseln. Da gibt es tatsächlich von dem Netzpython eine Zwergform. Die kommen erstmal winzig klein aus dem Ei, also winzig klein, aber die haben so die Größe von einem Teppichpython. Wer von euch so einen Schlüpfling-Teppichpython kennt, der ist so wie der kleine Finger so dick. Ungefähr die Größe schlüpfen die, vielleicht so 40 cm lang, Finger dick. Also man sieht diesem geschlüpften Tier tatsächlich an, der ist viel, viel kleiner wie ein normaler Netzpython. Kommt, wie gesagt, von Kaiwadi bzw. Von Champea, wird es diese Zwergform sicherlich auch geben. Das ist Champea, Kaiwadi. Das sind übers Wasser sind das 10, 20 Kilometer. Ich denke, so weit kann ein Netzpython sogar schwimmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich eine vereinzelte Population ist, sondern die werden dieses Stück übers Wasser sicherlich schon geschafft haben. Und deswegen auch der Unterartenname Procamerus reticulatus champeanus, ne? Also Champeanus wie diese Insel Champea. Wie gesagt, dort kommen die vor, sind wirklich extrem klein, werden ausgewachsen, vielleicht 2, 2,5 Meter.
Also so ein Tier, wie ich jetzt hier habe, ist dann im Prinzip schon zumindest ein subadultes Tier bei diesen Netzpythons. Das gibt es tatsächlich. Da wir uns in der Terraristik bei dem Netzpython natürlich kleine Tiere wünschen, ne? Ein normaler Netzpython kann 5-6 Meter lang werden, was für die Terraristik unhandlich ist, probiert man jetzt viel von diesen Super Dwarf oder von diesen Champeanus reinzuzüchten in diese verschiedenen Farben, die man hat, und somit die ganzen Netzpythons kleiner zu züchten. Was man ehrlichkeitshalber sagen muss, also wenn ich jetzt zum Beispiel dieser Marble-Netzpython wird als Super Dwarf bezeichnet, deswegen habe ich vorher gesagt in Anführungsstrichen, die Farbform Marble, die kommt aus den ganz normalen Netzpythons, aus den sozusagen großen Netzpythons. Ne? Also kann ich keinen reinrassigen Champeanus Marble haben, weil von der Insel Champea, da hat man nie diese Farbe gefunden, genauso wie ein Albino zum Beispiel. Ne? Man hat sicherlich nie einen Super Dwarf Albino in der Natur gefunden und züchtet jetzt mit denen, sondern man hat einen großen Albino Netzpython genommen und einen Super Dwarf Champeanus genommen, hat die miteinander verpaart, hat wieder rückverpaart und hat so Albinos bekommen, die Super Dwarf heißen, sicherlich deutlich kleiner sind, aber letztendlich doch immer auch die Genetik eines normalgroßen Netzpythons in sich trage. Ne? Also kann ich, ist es biologisch oder da müsste ich den wirklich über zehnfach oder hundertfach Generationen müsste ich immer wieder rückverpaaren, diesen ursprünglichen Champeanus mit einem Albino oder sonst was immer wieder rückverpaaren, um diese Genetik des großen Netzpythons immer weiter rauszuzüchten. Ne? Und diese 10, 20 Jahre, wo es diese Champeanus gibt, kann man nicht über so viele Generationen das rückverpaaren. Was ich damit sagen will, wenn ihr irgendwelche Super Dwarfs kauft und derjenige, selbst wenn derjenige euch sagt, ah, die bleiben ganz klein, bloß 2 Meter, 2,5 Meter, meiner Meinung nach, faktisch nicht möglich. Es steckt noch zu viel normales Reticulatus-Genetik in diesem Tier drin. Und deswegen werden auch die Super Dwarfs oder Dwarfs, ne, viele Tiere werden als Dwarf bezeichnet. Zum einen soll es andere Ursprungsgebiete geben mit kleineren Netzpythons, zu denen man Dwarf sagt. Zum anderen denke ich mir, wenn die Leute Super Dwarf mit normal mischen, dann nennen sie ihn halt Dwarf, weil er nicht, also der Dwarf liegt ja in der Größe irgendwo dazwischen. Was ich damit sagen will, also mit Dwarf und Super Dwarf müsst ihr immer wenig in Anführungsstriche setzen oder immer gleich wenig vorsichtig sein. Ganz so winzig wie ein reinrassiger Champeanus werden die nie bleiben. Jetzt aber genug Theorie, jetzt will ich euch noch ein paar schöne, tolle Netzpython-Farben zeigen. Das ist Blond Tiger, ne? Blond ist eine rezessive, der hat Hunger, eine rezessive, vermutlich T-Plus-Albino-Form, ne, nennt sich Blond. Und Tiger ist diese kodominante, wahrscheinlich schon mit die älteste Netzpython-Form. Tiger macht die Super-Tiger, ne, also diese längsgestreiften, also in dem Fall Tiger-Blond-Netzpython. Dann bleiben wir bei den rezessiven Morphen. Das hier ist Piebald-Netzpython. Gibt es schon einige Jahre, aber Piebald immer absolut attraktive Farbvariante mit dem Weiß und so weiter. Also ich bin totaler Piebald-Fan. Und weiter geht's mit rezessiv. Das hier ist Mochino Modley. Zumindest Mochino ist rezessiv. Ne? Setzt sich zusammen aus Mokka und Albino. Mokka wohl auch so eine T-Plus-Albino-Variante mit dem normalen Albino zusammen, gibt den Mochino. Bei den Königspythern ist das vielleicht vergleichbar mit Toffino. Ne? Toffee und Albino gibt ja den Toffino und bei den Netzpythern das Pendant ist vielleicht der Mochino. Und das Ganze noch mit Modley. Ne? Modley ist diese runde Zeichnung. Modley ist Kodominanz, gibt einen Super Modley. Der Super Modley ist fast zeichnungslos dann. Man kann zum Beispiel einen tollen Albino Modley machen, der ist dann fast schneeweiß oder so ziemlich schneeweiß. Das macht diese Modley-Variante auch noch ganz interessant.
Dann kommen wir zu den co-dominanten Netzpython-Morphen. Hier habe ich ein Golden Child Sunfire. Golden Child habt ihr vorher beim Intro schon gesehen. Das war nicht dieser, der hat hier noch Sunfire mit drin. Der Golden Child sieht so aus, wie ihr ihn vorher gesehen habt, ähnlich wie dieser. Interessant auch die Superform. Der Super Golden Child ist fast ganz schwarz. Und der Sunfire. Sunfire ist wegen so ein Aufheller, ne? Der Sunfire macht die Farben schöner. Beim Golden Child kommt es nicht ganz so zur Geltung, ein bisschen vielleicht, ne? Auch gleich wegen, ja, vielleicht gleich wegen klarere Zeichnung noch drin. Aber zum Beispiel Albino Golden Child oder Lavender, nicht Golden Child, Albino Sunfire oder Lavender Sunfire, können wir noch ein Foto einblenden. Dieses Sunfire macht diese kräftig rot-gelben Farben. Da sieht es auch besonders schön aus. Dann weiter mit den Co-Dominanten. Hier habe ich ein Platron. Platron setzt sie zusammen aus Platinum und Citron. Platinum ist so interessant, weil der Super Platinum gibt ein so elfenbeinfarbenes Tier, den Ivory. Und Citron, die Superform, gibt den Titanium. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier den Platron haben, können wir also Ivory und Titanium züchten. Das macht diesen Platron so interessant. Hier haben wir jetzt ein Ergebnis aus dieser Zucht. Das ist ein Platinum-Titanium. Also den Platinum, wie wir vorher gesehen haben. Und der Titanium ist eben der Super-Citron. Ne? Also wenn ich diesen Platron, den ich vorher hatte, zum Beispiel miteinander verpaart, kann ich solche Platinum-Titanium rauskriegen. Also der hat jetzt hauptsächlich die Zeichnung und die Färbung von dem Titanium und noch etwas den Platron, der gibt dem auch noch oder verändert die Farbe dann auch noch gleich ein bisschen. Und hier haben wir das zweite Ergebnis aus dem Platron, das ist ein Ivory-Citron, ne? Also Ivory. Platinum mit Platinum gibt Ivory und der Citron noch mit dazu macht dieses weiße elfenbeinfarbene Tier mit der leicht gelben Zeichnung drin. Auch wunderschöner Netzpython, schwarze Augen. Wie gesagt, ein Ivory Citron. Und dann haben wir hier noch einen Lavender Modley. Modley hatte ich glaube vorher schon angesprochen. Auch co-dominant. Der Super Modley ist fast einfarbig. Hier als Lavender, also wie gesagt, ja, wenn man den als Lavender Super Modley macht, kommt auch was Spektakuläres raus. Dann ist er fast einfarbig. Hat noch ein bisschen vielleicht diese Lavenderfarbe mit drin. Wirklich ein wunderschönes Tier. Und auch ein schöner Abschluss. Jetzt haben wir euch noch ein paar Farben, so im Schnelldurchlauf wollte ich euch noch ein paar Farben zeigen, um das Ganze hier wieder gleich ein wenig aufzulockern. Also bleibt mir treu und checkt die Retix. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terraristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terraristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt und bleibt mir treu.